Hallo und willkommen zu Mila Beach Report hier in Antalya, in der Türkei, im Royal Atlantis Beach Hotel. Nehmt jetzt das Beach Du, Böckermann, Obatzka. Jungs, ihr seid hier in der Türkei. Ihr bereitet euch hier vor für die Saison. Könnt ihr ein bisschen was für eure Fans jetzt erzählen, wie und intensiv ihr euch vorbereitet habt und wo auch? Ja, wir waren jetzt Anfang, also Ende Februar waren wir erst auf Fuerteventura. Haben uns da knapp 10 Tage vorbereitet, mussten dann nochmal zurück nach Hamburg. Ja, das Wetter war leider sehr bescheiden kalt, sodass wir eben halt nochmal zurück in die Beachhalle kamen, das bei uns nicht so gut in den Kram passte, konnten den Eindruck dann hier in der Türkei nochmal ein paar Tage dranhängen und ein bisschen der Kälte entfliehen. Und ja, jetzt sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich hoffe, wenn es jetzt dann wieder zurückgeht, dass wir auch in Deutschland wieder dann schon draußen trainieren können, dass es dann auch eben dementsprechend warm ist und ja, notfalls halt ein bisschen mehr anzieht, aber dass man zumindest draußen was machen kann, weil dann immer wieder der Wechsel zwischen Halle und also Beachhalle und Outdoor ist dann auch schon mal eine Umstellung und ja, einfach auch ein bisschen anderes Spielen auch. Markus, mit wem habt ihr trainiert und wie weit hat es euch jetzt nach vorne gebracht? Ja, gerade hier in der Türkei hatten wir viele wechselnde Partner, also wechselnde Trainingspartner. Da hatten wir Norweger, Franzosen, Österreicher, Dänen. Da war eigentlich alles um Europa dabei. Wir haben mit Russland, Russen, mit den Russen trainiert. Auf Fuerteventura haben wir uns mit dem Duo Dollinger-Windscheif vorbereitet und unserem gemeinsamen Trainer. Zwischendurch waren da noch Dollinger-Schröder da. Ja, dementsprechend hatten wir schon unsere guten Trainingspartner, die uns auch auf einem guten Niveau hoffentlich nach vorne gebracht haben. Ne? Eure persönlichen Ziele in diesem Jahr, habt ihr vor, wieder die Grand Slam mitzuspielen? Vielleicht auch mal mehr CEV? Seid ihr bei der kompletten deutschen Tour mit dabei? Ja, also angedacht ist natürlich wieder, dass wir viel in Deutschland spielen, also die Smart Beach Cup Serie in Deutschland auf jeden Fall spielen würden. Wir würden natürlich auch gerne sehr viel international auch spielen wieder. Ja, und seit diesem Jahr gibt es ja so ein paar Änderungen in den Regularien der FIVB. Man muss halt sehen, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Es ist noch nicht die quasi jede Woche gibt es momentan halt noch so Änderungen, was das angeht. Und müsste eigentlich abwarten, bis dann halt wirklich das erste Turnier gespielt wurde und dann wirklich alles fixiert ist von den Regularien. Wir hoffen natürlich, wir können spielen. Zurzeit sind wir, was das internationale Ranking angeht, an Position 5. Das heißt, zurzeit können wir eigentlich eher weniger spielen. Das passt uns natürlich nicht so gut in den Kram, weil wir eben halt letzten Jahre ja immer schon so auf der Schwelle waren, spielen können und nicht. Und dieses Jahr haben wir gedacht, jetzt können wir endlich mal loslegen und macht uns der Verband halt mehr oder weniger vielleicht so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Also die Planung ist jetzt alles ein bisschen unsicher, aber auf der deutschen Tour werden wir auf jeden Fall aktiv sein und so gut es geht eben international auch unterwegs sein. Markus, der Micha hat schon erwähnt, es gibt jetzt diese neuen Regelungen, dass der Verband, also von den Teams jetzt die Punkte verteilen kann, wie er will und auch die Teams aufstellen, wie er kann, was natürlich auch nicht so gut für euch ist. Was hältst du von der neuen Regelung, dass die FAB jetzt machen kann, was sie will? Generell hat man schon also Einschränkungen, was Micha ja auch sagte, jede Woche ändert sich die Regeln immer wieder. Auf einmal steht im Handbook wie was ganz anderes. Und es ist einfach schwer zu planen, gerade weil die Planung für dieses Jahr extrem kurzfristig war. Viele Turniere sind noch nicht confirmed und so dementsprechend gerade wir als Team Nummer 5 in Deutschland können nicht planen. Es gibt kein Country-Quota mehr, was uns natürlich dann in dem Moment nicht die Möglichkeit bereitet, dass wir langfristig planen können, sagen, das Turnier picken wir uns raus, das spielen wir. Wenn alle Teams vor uns melden, dann haben wir keine Chance zu spielen. So sieht es aktuell aus. Deswegen kann man die Ziele auch gar nicht so klar definieren in unserer Position. Man kann sagen, deutsche Meisterschaften, da wollen wir im Finale stehen. International
was die Möglichkeiten hergeben, versuchen wir zu spielen und dort natürlich die besten Platzierungen zu machen, dass man eventuell halt, die Chancen sind einfach minimal, weil man nicht planen kann, weil man nicht jede Chance spielen, Chance nutzen kann. Also Micha, es geht ja um die neue Regelung. Jetzt viele Spieler sind gegen diese Regelung. Versucht man als Spieler nicht irgendwie, sag ich jetzt mal, zu protestieren oder da irgendwie Druck auszuüben oder versucht man sich dann jetzt nicht mit anderen Spielern zusammenzusetzen und zu sagen, okay, so geht das nicht, FFWB? Ja, das sollte man eigentlich machen. Das Problem ist eben, dass wir als Spieler, sage ich mal, nicht organisiert genug sind. Also was wir sicherlich bräuchten jetzt auf internationaler Ebene, wäre eben halt eine Spielervereinigung, die quasi die Meinung aller Spieler vertritt und eben halt auch im Namen der Spieler handelt. Das gibt es zurzeit halt nicht. Das heißt aber auch, dass wenn es sowas geben würde, dass eben Verbände wie Spieler halt an einem Strang ziehen. Und zurzeit ist es halt so, dass die Strukturen jetzt in Deutschland definitiv, also im deutschen Volleyballverband definitiv anders sind als zum Beispiel im brasilianischen Verband oder so, weil die einfach die sind einfach vielleicht auch wirtschaftlich kräftiger, weil eben halt andere Geldgeber dahinter stecken. Das ist auch das ganze System ist vielleicht ein bisschen korrupter. Sodass eben halt die Meinungen auseinanderklaffen und man wird halt da auch nicht den Konsens finden. Das heißt, egal wie man agiert, man wird immer halt irgendjemanden finden, der quasi vielleicht nicht mitfährt in den ganzen System. Und solange es da eben keinen einheitlichen Schnitt gibt als Spielervereinigung, wird das halt immer so sein, dass einer vielleicht nicht mitzieht und dann ist das Problem halt wieder vorprogrammiert, dass dann der internationale Verband am längeren Hebel sitzt. Und ja, die Idee wäre natürlich gut, wenn man das als Spieler schaffen könnte, Macht auszuüben und den auch dem Verband zeigen und signalisieren, dass man nicht einfach alles so hinnimmt. Aber zurzeit sieht es halt einfach das System anders aus. Markus, der Micha hat schon gemeint, es wäre mal ziemlich gut, wenn Spieler mal auch ein bisschen Macht haben. Was würde passieren, wenn die Spieler jetzt einfach sagen würden, wir spielen jetzt einfach nicht? Wir lassen den Ball liegen, wenn die Regelung nicht geändert wird, weil ohne die Spieler kann die FABB ja einpacken, oder? Ja klar, die Spieler sollten die Basis sein oder im Mittelpunkt stehen und es ist halt schwierig, die Spieler, die auch individuelle Meinungen haben und auch Ziele, dementsprechend alle in eine Richtung zu polen. Wenn, dann müssen alle boykottieren. Aber generell ist es halt schwierig, wenn man keine Vereinigung, keine Gewerkschaft oder keinen Aufsichtsrat irgendwie hat, so einen Boykott durchzuführen. Also das stand ja schon mal im Raum vor 2005, glaube ich. Und das ist halt, ja, es gibt immer, wird immer Spieler geben, die trotzdem spielen wollen. Und die, klar, wenn man nach China fliegt, dann will man da spielen. Man fliegt da nicht hin, um zu boykottieren, aber vom Boykott kann man jetzt gerade in der aktuellen Situation ja noch nicht reden. Aber da wird aber dennoch viel in den Spielereien diskutiert. Ne? Du hast es schon erwähnt, wenn man nach China fliegt, will man schon spielen. Sprichst du jetzt von den Spielern, die auf jeden Fall immer jetzt gesetzt sind, was ja eigentlich schade ist, weil die können ja dann auch sagen, nein, ich spiele jetzt nicht. Wie denkt man dann über diese Spieler, die jetzt den Ball jetzt nicht hinlegen und sagen, hey, ich bin sowieso gesetzt, ist man dann so ein bisschen sauer auf das Team, sage ich jetzt mal, wenn es passieren sollte, weil wenn ich jetzt im Hauptfeld gesetzt bin und keinen Country Quota spielen muss, dann kann mir auf gut Deutsch die anderen Teams ja egal sein. Aber ist natürlich eine traurige Denkweise, aber wie denkt man dann über solche Teams danach? Ja, ich glaube jetzt dem Team den schwarzen Peter zuzuschieben, das ist die falsche Herangehensweise, weil ich meine, jeder guckt, genauso wie Markus und ich eben halt auch gucken, wo wir bleiben. Das heißt, wir versuchen eben halt, solange die Regularien es hergeben, uns bestmöglich irgendwie halt aufzustellen oder eben halt auch Regeln vielleicht auszunutzen, die man sich auch eben halt dann zu seinem Vorteil nimmt. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, wenn es die Regularien hergeben, dass man meinetwegen Teams mit anderen Punkten melden kann oder was auch immer, das ist ja nicht möglich, deswegen, warum sollte man es nicht ausnutzen können?
das basiert natürlich aber auch wieder auf anderen Strukturen, die dem deutschen System oder den deutschen Teams sicherlich nicht so in den Kram passen, dass wir vielleicht anders damit umgehen müssen als andere Verbände oder andere Länder. Deswegen, also erstmal würde ich jedem quasi einfach nur Recht geben, wenn jeder auf sich guckt und quasi auch egoistisch ist und eben halt das System oder was das System hergibt, eben auch einfach ausnutzt. Das kann man einfach, glaube ich, keinem verübeln. Deswegen sehe ich es also nicht so eingeschränkt. Mal was Positives. Nur mal zurück zu dem Team Obatzka Böckermann. Die kommt ja aus dem Norden. Man hat gesehen, die deutsche Tour wird sehr oft im Norden sein. Als ihr die Tourdaten gesehen habt, hat man sich da so ein bisschen gefreut, dass ihr jetzt nicht mal so weit reisen müsst? Ach, die weiten Reisen, die passieren ja international. Wenn man jetzt in Deutschland ist, man halt ein paar Stunden unterwegs, dann ist man überall. Dementsprechend, ich habe mich gefreut, dass viel in Norddeutschland ist. Gerade die Strandturniere sind immer schön. Wenn man sich jetzt Norderney, Timmendorf, St. Peter-Ording, Usedom, Fehmarn anguckt, das sind einfach tolle Turniere. Und gerade in Hamburg ist ja auch ein Supercup, da werden wir auch präsent sein. Ich habe mich schon gefreut und gerade die Entwicklung auf der deutschen Tour, die habe ich sehr positiv begrüßt. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, ja. Okay, jetzt haben wir genug über Volleyball geredet. Reden wir ein bisschen über das Team Markus Böckermann und Micha Obatzka. Mal für die Fans so. Wie lange spielt ihr eigentlich schon Volleyball und wie kam die Konstellation Böckermann-Obatzka? Das sind ja echt tiefgehende Fragen. Unser Team gibt es jetzt halt, wir sind jetzt quasi im vierten Jahr zusammen. Erzähl ich richtig? Ja. Viertes Jahr. Also jetzt die vierte Saison quasi, wir zusammen spielen. Die Konstellation war damals die, dass ich damals mit Florian Huth die Saison gespielt habe, 2009. Und nach der Saison war es halt klar, dass Flo und ich halt nicht mehr zusammen spielen. Und für mich hat sich eben halt die Frage gestellt, was wie geht's weiter? Welcher Blockspieler ist an meiner Seite? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und ja, Markus war eben einer der Spieler, die halt für mich eben halt in Frage gekommen sind. Markus war, wie gesagt, 4 Jahre jünger knapp jetzt, ne? Und für mich eben einer jüngeren Spieler, die halt noch Entwicklungspotenzial hatten, weil er auch gerade noch gar nicht so lange Beachvolleyball gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Und dafür es eben halt schon sehr gut gemacht hat. Und ich habe gesagt, okay, vielleicht muss man sich halt 1-2 Jahre Zeit nehmen, bis das vielleicht sich alles eingespielt hat und man dann wirklich an so einem Punkt angekommen ist, wo man eine gute Leistung bringen kann im Spiel. Ich glaube, dass wir es halt können, haben wir schon diverse Male gezeigt und auch eben denke ich, dass wir dieses Jahr wieder zeigen können und es eben halt einfach für uns eben jetzt nun jedes Jahr so ein Schritt der Weiterentwicklung, dass man es eben halt verbessert und sich eben halt aber auch jetzt immer mehr im internationalen Vergleich verbessert. Deutschland sah es ja doch immer schon ganz gut aus bei uns, international fehlt ja noch immer so ein bisschen der Biss und ich hoffe, dass wir eben halt schaffen, auch eben uns da mehr und mehr durchzusetzen. Markus, warum hast du dich jetzt für den Micha entschieden? Ich hatte in dem Jahr vor 5 Jahren mit Florian Lüdecke gespielt. Und damals hat sich das angeboten. Wir haben irgendwie telefoniert, wie das halt so ist. Man kannte sich von Spielen, hat öfters gegeneinander gespielt. Und man guckt immer, mit welchem Partner man am erfolgreichsten sein kann. Und das hat sich in dem Jahr angeboten mit Micha. Dann bin ich auch kurzerhand nach Hamburg gezogen aus Kiel und da hatten wir schon mal einen gemeinsamen Stützpunkt, wo wir trainiert haben und seitdem ja auf der deutschen Tour sehr erfolgreich gespielt, auch international ist noch Potenzial und seitdem spielen wir zusammen. Ne? Eure persönlichen Ziele jetzt für, ich sag jetzt mal vorsichtig, Jahre, also natürlich erstmal die Monate, also dieses Jahr natürlich. Was wird alles passieren im Team Böckermann-Obatzka? Wo werdet ihr euch, ich sag jetzt mal, 3 Jahren sehen oder 2 Jahren? International vielleicht sogar mehr unterwegs? Ja, ich wünsche uns erstmal, dass wir beide gesund bleiben. So eine Beach-Saison ist halt doch immer relativ lang und halt sehr kräftezehrend. Also
Dafür muss man einfach, haben wir jetzt hoffentlich auch gemacht, dass es halt die Grundlagen, also athletische Grundlagen gelegt, dass man eben halt dann noch so eine Saison gut durchspielen kann, auch auf einem hohen, also auf einem hohen Niveau. Dafür erst müssen wir gucken, dass wir eben gesund bleiben. Dann heißt es natürlich eben auch so ein bisschen Biss zeigen und eigentlich versuchen einfach für zu jedem Zeitpunkt irgendwie alles zu geben, dass man eben halt auch die Chance bekommt, dann den Durchbruch zu kriegen, auch international. Das wird sicherlich so sein, wenn wir unsere gute Leistung bringen, dass wir eben auf jeden Fall eine Chance haben, in 2-3 Jahren, sagen wir sogar 2 Jahren eher, auch international auch mitzuspielen, auch weit oben mitzuspielen, glaube ich. Das haben wir immer mal wieder gezeigt, dass wir gegen gute Teams, letztes Jahr gegen Todd Rogers und Phil Dahlhauser gewonnen, 2-0. Also es gibt halt immer mal Spiele, wo wir wirklich halt sehr, sehr gut abliefern. Aber eben halt auch leider so Spiele, wo es vielleicht ein bisschen unkonzentriert ist. Und es gilt es einfach darum, noch eben die nächsten 2 Jahre auch zu nutzen, um diese kleinen Schwanker noch so ein bisschen auszugleichen, dass wir nicht so in die Extreme schwanken. Dann haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Teamniveau erreicht, wo wir eben halt auch gegen jeden gewinnen können. Markus, mich hat schon erwähnt, ihr habt letztes Jahr gegen Todd Rogers, Phil Dahlhauser 2-0 gewonnen. Was geht in einem vor, wenn man so einen starken Gegner, sind ja auch schon fast Legenden, 2-0 gewinnt? Ja, man muss das relativieren. Also wir haben in der Gruppenphase gegen die gewonnen, im ersten Spiel. Klar, weil wir waren sehr motiviert und haben die vielleicht morgens erwischt, wo die gegen Böckermann und Watzka spielen. Und gut, vielleicht waren die nicht 100% motiviert, aber man muss das, wie gesagt, relativieren. Klar ist das in dem Moment richtig geil, hat sich geil angefühlt, aber gut, wir haben das Turnier extrem gut gespielt, auch danach noch ein gutes Team geschlagen. Ja, Mischa hat von den Schwankern geredet, die nach unten, die sollte man weglassen, und dass wir richtig gute Teams schlagen, das haben wir schon oft bewiesen. Und naja, wir wissen halt jetzt nicht, ob wir die Chancen bekommen, international wirklich zu spielen. Es gibt keinen Country-Quota mehr, und wenn wir eine Chance bekommen, dann müssen wir die nutzen und auch mit so einer Leistung vielleicht bestätigen, ne? Mischa, ihr beide studiert noch sehr fleißig. Wie schafft ihr das alles unter einem Hut zu bringen? Studieren, gute Noten abzuliefern und gleichzeitig noch gutes Volleyball zu spielen mit Trainingslager? Gute Noten ist ein gutes Stichwort, nein. Ja, ich sag mal so, gute Noten, klar ist das eine irgendwie, und ein Studium ist eben halt auf jeden Fall auch so Pflichtprogramm bei uns, weil wir ja auch irgendwas eben nach dem Sport haben wollen. Und es ist eben halt ein bisschen Disziplin gehört dazu, dass man sich das eben halt einteilen kann. Sicherlich können wir nicht, denn dadurch vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt nicht so gut unsere Trainingsplanung halt verbessern, sage ich mal so. Aber wir haben jetzt schon ein relativ optimales Umfeld aufgebaut, wo wir eben halt das alles sehr gut einteilen können. Also wir haben dann Möglichkeiten, uns alle unsere Trainingseinheiten zu absolvieren, die wir brauchen. Und natürlich gehört einfach auch ein bisschen Verzichten dazu. Also mein Nebentraining, also Beachvolleyballtraining und Studium und vielleicht noch Freundin, oder die Freundin, die halt auch eben dann Zeit benötigt, dann bleibt natürlich danach nicht mehr so viel übrig, ne? Und das heißt dann eben halt auch vielleicht in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen Abstriche machen und einfach auf verzichten, ne? Und das ist dann das, was man im Kauf nimmt, Beachvolleyball vielleicht spielen zu wollen. Markus, ihr seht euch ja im Jahr so oft. Habt ihr auch privat viel miteinander zu tun? Also trifft man sich auch mal in Hamburg jetzt auf einen Café oder geht zusammen abends mal weg? Oder sagt man jetzt, okay, wir spielen die Turniere, haben so viel Vorbereitung, also irgendwann will man auch mal ein kleines Break haben, was jetzt nicht negativ gemeint ist oder so? Ja, das ist immer ein schmaler Grat. Im Sommer verbringen wir extrem viel Zeit zusammen, gerade auch im Winter. Wenn wir zweimal am Tag trainieren, zwischen den Trainingseinheiten geht man schon mal essen oder abends sitzt man gerne hier zusammen im Trainingslager. Aber man genießt genauso, auf der anderen Seite genießt man die Zeit, wenn man dann mal Abstand zueinander hat, ne?
Und gerade das haben wir in den letzten Jahren auch gemerkt, das braucht man in der Saison auch. Daher, wenn es geht, nehmen wir sogar Einzelzimmer, wenn es erschwinglich ist. Und um diesen Abstand zu haben, dass man, ich weiß nicht, was will man sich erzählen, wenn man 3-4 Tage in Folge nur aufeinander rumhängt und zusammen ins Bett geht, zusammen aufsteht. Morgens kann man sich dann nicht erzählen, was man im Fernsehen geguckt hat. So, dementsprechend, wenn man den Abstand hat, hat man auch die Zeit, die man dann zusammen verbringt. Die ist dann umso schöner, vielleicht auch professioneller einfach, ne? Dass man durch solche Breaks, die man sich bewusst nimmt, auch vielleicht in jedem fünften Turnier eine bessere Leistung abliefert und dementsprechend über Preisgelder möglicherweise diese Kosten, die man dann in Anspruch nimmt, wieder reinholt. Und ja, das ist, also wir machen privat was zusammen, gehen zusammen essen oder zwischen den Trainingseinheiten oder hier im Trainingslager abends zusammen rumsitzen. Aber jetzt ein Wochenende zusammen wegfahren würden wir nicht machen, wenn es nicht um Speedvolleyball geht. Ne? Der Urlaub fällt aus. Misha, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Markus. Man hat gesehen, ihr seid auch in der Halle unterwegs mit Stefan Köhler, glaube ich, in einem Team. Was ist da dran? Bist du im Winter jetzt nicht in den Beachhallen unterwegs, sondern Hallenvolleyball, oder hat sich da was geändert bei dir? Ja, also geändert hat sich eigentlich nichts. Es ist richtig, dass wir auch Markus, um das einfach nur kurz aufzugreifen, auch Markus ist unterwegs in der Halle, also wir spielen auch zusammen bei der SVG in Lüneburg in der zweiten Bundesliga. Ich war da jetzt dieses Jahr auch Kapitän, zumindest in der Zeit, wo ich da war. Wir haben von vornherein eigentlich ziemlich klar mit dem Verein gesprochen, dass wir die Mannschaft gerne unterstützen wollen mit unseren Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die wir irgendwie mitbringen aus dem Beach, aber ohne weiteres eben halt für uns Beachvolleyball immer Priorität hat. Das heißt halt, und sobald die Beach-Saison anläuft, das war für uns immer so gedacht, eigentlich das erste Trainingslager, was wir Outdoor machen irgendwo, das ist für uns der Cut, wo wir wirklich eben halt dann auf Hallenvolleyball verzichten. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch den ganzen Winter über im Anfang der Saison, der Hallensaison dann, haben wir halt relativ viel Wert auf Athletik gelegt. Also sehr, sehr viel im Kraftbereich gemacht, in so Laufsachen, so zur Koordinationsschulung. Und das ist dann so sukzessive immer ein bisschen weniger geworden, dadurch ist halt dann Beach mehr geworden. Wir haben immer parallel auch schon gebeacht, anfangs halt dann nur zwei oder dreimal die Woche und das Pensum wurde immer hochgefahren, immer weiter zum Saison, die richtige Saison gerückt ist und das Hallenvolleyball-Pensum hat runtergefahren. Also wir haben nachher auch vielleicht bewusst in Kauf genommen, dass wir vielleicht nicht so viel in der Halle mehr standen, beim Hallenvolleyball standen und nur noch zu den Spielen zum Teil da waren. Dass das die Mannschaft so mitgemacht hat, das bewundere ich. Also es ist halt nicht normal, dass man das eben so toleriert, gerade wenn Spieler denn ständig im Training sind und dann kommen wir beiden da aus der Beachhalle und spielen vielleicht sogar. Aber es hat erstaunlich gut geklappt. Die Jungs sind auf jeden Fall jetzt Tabellenzweiter der zweiten Liga. Ich glaube, das lässt sich ganz gut anhören. Und es hat auch ein Erfolg und für uns eben halt auch wichtig, weil eben der Verein uns auch aus der Sicht ein bisschen unterstützt und wir hoffen eben auch, dass wir die ein bisschen unterstützen konnten, aber ganz klar liegt bei uns noch die Priorität auf Beachvolleyball und nicht irgendwie Hallenvolleyballer. Das war einfach nur so, weil wir quasi von denen Unterstützung bekommen haben und eben wir eben auch ein bisschen was zurückgeben konnten dann. Markus, hast du dem noch was hinzuzufügen oder schließt du dich da dem Micha total an? Nee, ich sehe das genauso wie Misha. Der Grund, warum wir Halle spielen, ist noch, also in meiner Person ein anderer. Bernd Schlesinger, unser Head Coach, der befürwortet das, wenn man eine gewisse Wettkampfhärte im Winter auch trainiert. Und das kann man halt wunderbar in der Halle machen. Und das ist der Hauptgrund, warum ich spiele. Wenn ihr jetzt Hallenvolleyball aufgeben würdet und im Winter wie viele andere Profiteams trainieren würdet in der Beachhalle, würdet ihr dann weiterkommen oder ist das jetzt einfach mal, okay, wir müssen jetzt mal was anderes sehen außer Sand, wir wollen jetzt mal eine Abwechslung haben, sonst hat man vielleicht die Schnauze voll vom Sand irgendwann mal.
Ich glaube, natürlich kommen andere Faktoren mit dazu. Man muss auch mal irgendwie Abstand bekommen vom Sand. Also gerade jetzt, wenn die Saison zu Ende geht, dass man sich auch wirklich mal bewusst ein bisschen zurückzieht und nicht so viel im Sand macht, dass man auch wieder Spaß dazu bekommt, weil einfach Saison, wenn man jetzt das Beispiel nimmt für die kommende Saison, da ist es zumindest so geplant, was die FIB plant, ist die Saison bis Dezember. Das sind einfach von April bis Dezember Turniere, das ist halt auch ein sehr, sehr langes Jahr und da muss man eben auch danach vielleicht ein bisschen Abstand haben, aber es gehört genauso dazu, im Winter halt auch eben Grundlagen im athletischen Bereich zu legen. Das heißt, so viel Sand ist dann unbedingt auch gar nicht immer der Fall, aber es ist natürlich ohne weiteres, wenn man mehr im Sand trainiert, glaube ich, dass man eben halt auf jeden Fall andere Möglichkeiten hat, sich dort zu entwickeln. Gut, ich bin jetzt noch schon relativ lang beim Sport, ich weiß nicht, wie viel Potenzial ich noch oben habe. Markus mittlerweile ist ja auch schon jetzt ein bisschen älter geworden, dass da eben halt auch jetzt so langsam kommt man so in Bereich, wo man echt eben wirklich an sich hart arbeiten muss und so nur kleine Stellschrauben drehen muss, dass man sich da halt weiterentwickelt. Und das sind dann auch schon oft halt sehr teaminterne Sachen dann, die halt verbessert werden können, um dann auch davon einen Effekt zu haben in der Saison. Aber es ist natürlich so, wenn man die Wirtschaftskraft hat und sich es leisten könnte, eben halt das ganze Jahr irgendwo Outdoor zu trainieren, ist es natürlich ein Wettbewerbsvorteil, aber den muss man sich eben auch erarbeiten. Entweder durch ein professionelles Umfeld oder durch gute Sponsoren. Ja, das ist eben, ja, eine Frage eben, wie viel man dafür ausgeben kann, auch unter anderem. Micha, du hast schon erwähnt, ihr habt jetzt ein Management. Ihr wart, glaube ich, wie ich jetzt mich erinnern kann, das einzige Team, was so wenig Sponsoren hatte, obwohl es so erfolgreich war. Also ich kenne Teams, die waren bei weitem nicht so erfolgreich wie ihr und hatte das ganze T-Shirt voller Sponsoren gehabt. Wieso jetzt auf einmal Management? Wieso nicht weiter ohne? Ja, wir haben jetzt erstmal ganz kurz, unsere Agentur, heißt es Neudeutsch. Unser Manager ist super, der hat halt einfach letzten Jahre schon ein bisschen was in der Beach-Szene gemacht, kennt da die Leute. Wir hatten letzten Jahre halt immer ein bisschen Pech gehabt mit unseren Auswahl von Managern. Es gibt halt nur wenig gute, wirklich wenig gute Manager, die, wie soll ich sagen, es ist halt sehr schwierig, sich dann da zu positionieren. Es muss eben alles Hand und Fuß haben und sich jetzt als Team halt dahinter zu klemmen, ohne Management, das übersteigt dann halt den Rahmen. Ich meine, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wir studieren komplett, sich dann da noch eben halt hinter solche Sachen zu klemmen, wie sich selbst vermarkten, das ist auch nicht für jedermanns Sache, sich halt irgendwie in der Öffentlichkeit zu verkaufen. Dann, wenn man jemanden hat, der einen über einen reden kann, das fällt es meistens leichter. Wie du schon gesagt hast, wir haben die Erfolge national. Ich habe mich auch immer gewundert, dass wir so schlechter quasi vor der Saison standen und mit wenig Sponsoren. Irgendwie haben wir es trotzdem hinbekommen, zumindest die Turniere zu spielen, die wir immer spielen wollten. Also ich bin froh, dass wir unser Management jetzt haben und ich bin sehr positiv. Wir haben diesen Winter echt ein paar tolle Erfahrungen gehabt schon und ich glaube, da kommen auch einfach den Sommer noch ein paar tolle Erfahrungen dazu mit Management. Es ist auch manchmal Arbeit oder viel Arbeit, dass das was da auch dazu kommt. Aber wenn wir halt dann dadurch uns ein bisschen besser aufstellen können, besser Trainingskonditionen haben, auch einfach finanzielle andere Bedingungen haben, das bringt das ganze Team natürlich nach vorne. Markus, wir haben gehört, von euch wird es bald einen Trailer geben. Kannst du ein bisschen was zu erzählen? Und auch Micha eventuell? Ja, das ist richtig. Wir haben schon ein ganzes Wochenende vor der Kamera gestanden und unsere, unsere Künste da versucht zu zeigen, aber es ist nicht ganz so leicht gewesen. Wir haben den Film gemacht. Der Trailer kommt bald raus. Ich glaube, Mitte April soll es soweit sein. Wir haben schon Ausschnitte davon gesehen und sind auf jeden Fall begeistert. Also nicht von so unserer Schauspielerkunst, aber von dem Trailer. Ich bin gespannt, wie der Film dann am Ende aussehen wird.
Könnt ihr schon verraten, in was es in dem Film geht und was der Hintergrund von dem Film sein soll? Soll der Film jetzt das Team Böckermann Obatzka jetzt darstellen, Micha? Oder auf was können wir da jetzt genau gespannt sein? Ja, ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Ich am besten schaut man sich das fertige Produkt dann selbst erstmal an. Ich meine, Markus und ich haben den Film halt auch nur als Trailer bislang gesehen. Die Premiere soll, wie gesagt, Mitte April stattfinden. Da sehen wir dann das fertige Werk halt auch erst wirklich. Und bin auch mal gespannt, weil man sich dann halt selbst vor der Kamera ja gar nicht so oft sieht, was unsere schauspielerischen Qualitäten dann angeht. Vielleicht kriegen wir nochmal vom Tatort nochmal irgendwie ein Engagement als Leiche irgendwo zu arbeiten. Ich weiß es nicht. Der Film, wie gesagt, ich würde es einmal kurz so ein bisschen zusammenfassen, so ganz kurz. Es wird auf jeden Fall so sein, dass Markus und ich halt ein bisschen das Hamburger Klischee so ein bisschen aufgreifen werden, verbunden mit Beachvolleyball, ein bisschen mit Schiff, mit Bällen, mit Netz, mit Seilen, all drum und dran. Es ist eine super witzige Geschichte. Auch lustig umgesetzt zum Teil. Und ich glaube, es ist was wirklich Einzigartiges, was es, glaube ich, so noch nicht im Beachvolleyball gab. Ich bin gespannt, wie es halt ankommt. Ich freue mich echt drauf auf die Premiere quasi. Und wie gesagt, ich bin echt gespannt, was man da noch so alles rausholen. Es war super professionell, es war auch ein super anstrengendes Wochenende. Wir standen echt zwei. Das ist also eigentlich das ganze Wochenende, teilweise nachts bis um drei, bis um eins, drei, also das ganze Wochenende durchgedreht. Das war echt anstrengend. Aber ich glaube, ich habe zumindest ein Gefühl vom Trailer her und auch das, was wir so mitbekommen haben in letzter Zeit. Es wird sich lohnen und glaube ich, wird echt eine schöne Story und das muss man sich einfach angucken, glaube ich. Wir sind ja noch in der Türkei, also jetzt noch im Interview logischerweise. Ihr werdet auch bald abreisen, werdet euch nochmal intensiv vorbereiten jetzt auf die nächsten Wettbewerbe und welches Turnier nehmt ihr bald in Angriff? Ja, wir hoffen, dass wir in China spielen können, das erste Turnier, ein Open. Und ja, da werden wir jetzt das Visum beantragen und wir wissen, wie gesagt, wie schon gesagt, die Planung ist halt immer schwer. Wir wissen vielleicht eine Woche vorher erst, dass wir spielen. Ja, dann werden wir einen Flug buchen und dort starten. Habt ihr schon mal in China gestartet? Ja, also wir waren die letzten zwei Jahre nicht dort. Aber im ersten Jahr haben wir dort gespielt. Also das war dann damals das Turnier in Shanghai, was jetzt dieses Jahr als Grand Slam ausgeschrieben ist. Wir wissen nicht ganz genau, ob das jetzt, ob wir vielleicht die Chance haben, im Fuzhou beim Open zu spielen oder vielleicht sogar beim Grand Slam. Aber sollte sich da die Möglichkeit irgendwie bieten, sind wir sofort da. China sind jetzt nicht die unbedingt die besten Bedingungen für Beachvolleyballer. Das Essen ist immer so. Kommt auf an, in welchem Hotel man da ist, wird ein bisschen schwierig, aber trotzdem, wie gesagt, wenn wir die Chance bekommen haben, irgendwo spielen zu können, dann werden wir versuchen, das eben auch beim Schopfe zu packen und eben hinzufahren. Ja, jetzt wissen wir schon so viel über Team Böckermann Obatzka. Gibt es sonst noch was, was man über euch wissen sollte? Irgendwelche Neuigkeiten vielleicht, was in diesem Jahr was Neues passiert ist oder ist alles beim Alten? Also, was Neues, Markus, weißt du gerade was aus dem Stegreif? Nee, wir sind noch nicht zusammen. Ja, nee, noch nicht so. Ja, nö. Euer Witz noch, Markus hat einen neuen Witz. Der ist neu. Ja, den kann er mal erzählen. Markus, kriegst du noch zusammen mit den zwei Golferinnen, oder? Ja, ich versuch mal. Zwei Golferinnen treffen sich in der Umkleide. Sagt die eine Golferin, ich habe mich zwischen dem ersten und dem zweiten Loch verletzt. Sagt die andere, da hält auch kein Pflaster, scheiße. Okay, dann habe ich soweit alles. Ich glaube, das meiste wissen jetzt eure Fans. Und dann können wir gespannt sein. Ihr seid ja auch in Facebook präsent. Und da werden wir noch einiges von euch sehen. Okay, dann
Jungs, bedanke ich mich für das Interview, für eure Zeit und bis demnächst. Ciao.